Hallo, ich bin die Elisabeth. Wir sind hier im Gutfoto mit Fotostudio Regensburg. Face Contest 2015. Die Endrunde läuft. Wir haben wieder ein paar Models eingeladen ins Fotostudio und bei mir ist jetzt hier die Pia. Hallo. Hallo Pia. Wie war die Fahrt? Ja, heute Gott sei Dank gut. Die Autobahn ist ja immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Aber heute war alles frei. Wir sind eindeutig pünktlich gekommen. Super. So, von dem her alles gut und ja. Wo seid ihr hergekommen? Aus Freyung. Wir waren gerade noch bei der Schwiegermutter in Spee. Genau, übers Wochenende, weil wir sind jetzt nach München eben gezogen. Und die hat sich jetzt gefreut, uns mal wiederzusehen. Und deshalb ist die A3 ja immer ein bisschen kritisch zu beäugeln, vor allem am Wochenende. Aber hat jetzt alles gepasst. Toll, schön, dass du da bist. Dankeschön. Pia, du modelst wie lange schon? Seit ca. 2010, also jetzt doch schon einige Zeit. Hat das Ganze halt im Prinzip begonnen, um selbstgemachte Kalender zu verschenken. Mhm. Mit natürlich verschiedenen Motiven, weil wenn man so zum Fotografen geht, dann ist es ja immer ein Tag und eine Session, zwar mit verschiedenen Outfits, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fand es eben schöner, für den Herbst auch Herbstbilder zu haben und im Winter Winterbilder. Und deswegen hat sich das dann entwickelt, so Schritt für Schritt eigentlich mal Fotoshootings zu machen. Und dann habe ich eben den Spaß dabei entdeckt. Und ja, wollte dann gar nicht mehr aufhören, ist dann wahrscheinlich die falsche Beschreibung, aber es hat mich dann doch gejuckt, immer wieder einfach mal mich selbst auszuprobieren und zu schauen, was ist denn noch so möglich, auch Richtung Themen. Und ja, so hat sich das ergeben, dass ich auch heute noch hier sitze. Wie lange machst du das schon? Ja, seit 5 Jahren jetzt dann ungefähr, aber bisher eigentlich immer nur auf TFP-Basis, also Time for Pictures. Okay. Das heißt eben Rechte für beide Seiten. Und ja, ab und zu waren auch schon mal Pay-Jobs dabei. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, und ich muss mich jetzt darüber finanzieren und ich will jetzt total aufsteigen. Sondern es war dann eigentlich mehr über Bekanntschaften und ja, hättest du nicht Lust drauf? Und dann, ja klar, wieso nicht, bisschen Taschengeld. Okay. Genau. Also ja. Ein schönes Hobby, was nebenbei noch ein bisschen genau. Was abwirft. Super. Genau. Was war dein lustigstes Erlebnis? Ja, also beim Shooting? Grundsätzlich glaube ich, sind alle Shootings sind mir lustig. Ich finde es ganz wichtig, dass beide Seiten Spaß dran haben, dass man eben keine angespannte Atmosphäre hat, sondern dass man einfach so, ja, man selbst sein kann und ja, einfach viel lacht, weil meiner Meinung nach spiegelt sich das dann auch auf den Bildern wieder, wenn man entspannt ist und jetzt nicht, okay, du musst jetzt so drin und Kopf links und Kopf rechts, Anweisungen sind gut, aber ich finde, man sollte jedem seinen Freiraum lassen und dann, glaube ich, werden die Bilder auch immer gut. So. Genau. Was wünschst du dir für dich? Wie soll es weitergehen für dich? Ja, ich habe jetzt eben ein Praktikum in München begonnen. Ich habe BWL studiert und das läuft jetzt 6 Monate. Danach eben hoffentlich guter Berufseinstieg in München. Also das sind so die nächsten Schritte, ins Berufsleben starten, mich hier auspowern bzw. mein Wissen anwenden können. Und dann natürlich so grundsätzliche Sachen wie Gesundheit, Familie, ja, sind mir schon sehr wichtig. Also ich glaube, die ganz normalen Sachen, wie sie jeder kennt. Was wünschst du dir für die Welt? Ja, die Welt. Derzeit ja in allen Nachrichten die Flüchtlinge, brennt auch mir das Herz. Also vor allem, ja, ich sage ja gerade, ich komme aus Freyung, Passau ist ja da der nächste Weg. Grenzen sind voll, die Grenzen sind überfüllt. Ja, ich bin einfach umso froher, dass wir dem Ganzen, was heißt nicht aussichtsreich sind, dass wir wirklich ein Dach über den Kopf haben. Und ich würde mir eben auch wünschen, dass das für alle anderen ja, gilt, dass jeder wirklich arbeiten gehen kann, sich sein Leben aufbauen kann und vor allem sein Leben auch ein Stück weit genießen. Also ich hoffe einfach, es wird ja, die entsprechenden Umstände geschaffen, dass jeder irgendwo ja, gut leben kann und vielleicht unterkommt. Ein neues Zuhause genau, findet. Ohne Krieg und ohne eben ja, Gewalt vor allem. Ja. Genau. Ja. Deine Fans, warum sollen die dich voten, Pia? Ja, natürlich erstens mal hoffe ich, dass ihr alle natürlich auch mein Model-Dasein irgendwie unterstützt. Aber grundsätzlich, also der Titel ist ja The Face Contest. Hier vielleicht kurze Anekdote zu meiner Freundin. Hallo Maggie. Sie meinte immer, ja Pia, wenn ich dich anschaue, ein Mensch besitzt so viele Gesichtsmuskeln, dann wird mir das erstmal bewusst. Also in der Schule vor allem, genervt und keine Ahnung und hier und dann immer mit der Augenbraue. Sie hat 3 Jahre lang versucht, diese Augenbraue hochzubekommen. Sie hat es leider nicht geschafft, aber trotzdem, also ich glaube, es passt einfach ganz gut, vor allem, weil es ja ums Gesicht geht. Und ja, ich glaube, man sieht auch, ich habe einfach Spaß dran. Dann, liebe Fans, votet für die Pia. Die Pia will weitermachen, die Pia will weiter Spaß haben und natürlich auch den ganzen Spaß, den sie hat, über die Fotos an euch weiter vermitteln.
Dann geht es jetzt für dich auch weiter mit einem Fotoshooting hier. Eine Rose für die Rose. Oh, bitte schön, viel Spaß noch. Gute Fahrt und habe eine gute Zeit und natürlich jede Menge Votes für dich. Dankeschön.